Ja nicht. Diana, ehrlich? Super, perfekt. Freut mich ungemein. Du siehst mich und du hörst mich, ja? Jetzt höre ich dich, jetzt sehe ich dich. Mega geil. Schön, dass das klappt. Wir haben es schon mal versucht, nur für alle, die zuschauen und haben es nie hinbekommen. Deswegen bin ich jetzt so froh, Diana, dass das funktioniert. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, dass du dich bereit erklärst, hier ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Denn wir hatten... Bitte gerne doch. Wir hatten hier im Clever Fit in Mühlhausen, wo Diana gerade sitzt, eine unserer Kampagnen gefahren. Und ich will einfach nur fragen, ganz neutral, ohne irgendwelchen Pipapo, wie die Kampagne gelaufen ist, Diana. Und ich würde einfach ein paar Fragen stellen, beziehungsweise hast du vielleicht auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten rausgesucht. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir die Kampagne vom 20. Februar bis 20. März diesen Jahres 2019 vier Wochen lang gefahren und in diesen vier Wochen haben wir, meiner Meinung nach, du weißt es hoffentlich auch, 166 Leads generiert, sprich Interessenten mit Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Und jetzt ist die Frage an dich, Diana, wie hat der Prozess ausgeschaut, wenn bei euch, bei dir glaube ich sogar, das Handy, ja, eine SMS reinkam und da stand dann irgendwie Max Mustermann mit der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse. Was hast du dann wie gemacht? Und bitte sei so spezifisch und genau wie möglich, dass wir einfach... Ich kann jetzt nicht mehr. Dass wir... Das also, dauert 5 Minuten. Vielleicht kannst du 5 Minuten dich wieder um die anderen kümmern. Wie hat es genau ausgeschaut? Was habt ihr gemacht? Also auf was ich... Ja, erzähl einfach mal und dann sage ich dir, auf was ich Wert lege. Aber schieß mal los, was ihr gemacht habt, genau. Also, sobald eine Nummer reinkam, habe ich wirklich versucht, in den nächsten 5 bis 10 Minuten diesen Interessenten anzurufen. Wir hatten ja dafür von dir den Text vorgegeben, was man da so antworten könnte. Wir haben den auf uns zugemünzt, dass das auch authentisch klingt und dass man die Interessenten dort abholen kann, wo sie sind. Also, dass sie sich auch damit identifizieren können. Möchtest du mal kurz wissen, was wir gesagt haben? Oder bitte, ist ja. Das jetzt sehr gerne. Nur du, die Sprachqualität ist akustisch nicht die beste. Vielleicht kannst du dieses Mikrofon irgendwie näher zu dir bringen. Ich weiß es nicht. Hast du das Handy gerade irgendwo dort stehen? Also, red mal, ob es besser ist. Ist es jetzt besser? Ja, viel besser. Gut. Schieß los. Also soll ich nochmal anfangen oder hast du den ersten Teil jetzt verstanden? Den ersten Teil haben wir verstanden. Jetzt waren wir gerade daran, dass du uns deine Secret Sauce, deine Geheimnisse erzählen wolltest, was genau du am Telefon. Natürlich habe ich euch einen Leitfaden gegeben, den habt ihr für euch umgemünzt, hast du gesagt. Kannst einfach mal sagen, okay, Philipp Lang steht jetzt auf deinem Handy, jetzt gehst du und wählst die Nummer. Was hast du gesagt innerhalb der ersten 5 bis 10 Minuten? Also der Interessent hat abgenommen und dann habe ich gesagt, hallo, ich grüße dich, hier ist Diana vom Clever Fit Mühlhausen. Du hattest dich auf unserer Seite eingetragen für diesen VIP-Pass und dann hat der Gegenüber dann meistens reagiert, oh ja, das ging aber schnell und hin und her. Und dann habe ich dann gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. Und dann haben die sich gefreut, dass sie was gewonnen haben und dann ging es dann gleich weiter, habe ich dann gleich gesagt, ja, ich möchte gerne mit dir einen Ersttermin vereinbaren, damit du dir das Studio anschauen kannst, damit wir vor Ort klären können, was auf dich zukommt, welche Optionen du hast. Bring bitte auch eine Freundin oder einen Freund mit, dann musst du ja nicht alleine kommen. Und was ganz wichtig ist, auch Sportkleidung und dein Handtuch, damit man gleich beim ersten Mal ein paar Geräte ausprobieren kann und damit du dich selbst auch mal probieren kannst. Super. So, und dann haben wir geschaut im Computer, Termin eingeschrieben. Und so haben wir wirklich ganz, ganz viele terminiert. Sehr gut. Was habt ihr nach dem Telefonat gemacht? Es ist aufgelegt geworden. Was habt ihr dann gemacht, nachdem das Telefonat beendet war und nachdem der Probetrainingstermin vereinbart war? Also wir haben dann das Probetraining, also der kam dann, wir haben dann einen Tag vorher, wir haben versucht, die Termine zeitnah zu legen, also 2-3 Tage, nachdem angerufen worden ist. Und wir haben grundsätzlich jeden Probetrainingstermin einen Tag vorher nochmal angerufen, nochmal erinnert und haben uns die Bestätigung eingeholt, dass es auch bei dem Termin bleibt. Wir haben das wichtig gemacht. Wir haben dann gesagt, wir haben uns, also ein Trainer nimmt sich extra für dich Zeit und deswegen ist es uns auch wichtig, dass du zu diesem Probetraining kommst. Super. Und das hat wahrscheinlich dann auch die Chance erheblich erhöht, dass die dann wirklich zum Probetrainingstermin auch kamen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und dann hat sich auch rauskristallisiert, dass eben halt der ein oder andere nicht konnte. Und dann haben wir aber gleich in dem Gespräch den nächsten Termin vereinbart. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja, ja. Super. Also wir haben schnell anrufen, hast du empfohlen, innerhalb der ersten 5 bis 10 Minuten telefonisch anrufen. Was habt ihr gemacht, wenn die mal nicht ans Telefon gingen? Da haben wir eine SMS verfasst, ungefähr mit demselben Text. Ja, hallo, hier ist die Anna von CleverFit Mühlhausen. Du hast dich für diesen VIP-Pass eingetragen. Also das, was wir beim Anruf zu den Interessenten gesagt haben, so haben wir auch die SMS verfasst. Hier, mit dem Hinweis, dass ich sie im Laufe des Tages nochmal kontaktiere oder mit dem Hinweis, dass sie im Studio sich selbst sofort einen Termin ausmachen können. Weil ich habe ja den Terminkalender auch nicht immer dabei gehabt. Wenn ich zu Hause war und nicht im Studio war, habe ich die dann ins Studio verwiesen. Die haben dann auch oftmals Termine dort gemacht. Perfekt, okay. Und haben sich die dann auf die SMS auch gerührt, zurückgerufen oder auch einen Termin ausgemacht und so weiter? Kam da auch was rum? Ja, da kam auf jeden Fall auch was rum. Es sind natürlich ein paar auf der Strecke geblieben, die dann nicht wussten, mache ich das oder mache ich das nicht. Aber ich habe dann auf jeden Fall mindestens 5 bis 6 Mal hinterher noch telefoniert und angerufen. Und es war, ich muss sagen, es war sehr viel Arbeit, aber wir waren alle hartnäckig, das ganze Team. Wir haben immer wieder angerufen und immer wieder angerufen. Und aus dem Grund konnten wir auch, ich glaube, 109 Leute terminieren insgesamt. Wahnsinn. Ganz wichtig für uns alle, schnell anrufen, öfter anrufen, wenn man ihn nicht erreicht, eine SMS hinterher schicken. Ja. Und das erhöht einfach alles die Chancen, dass man die Leute ans Telefon bekommt. Und wir haben hier auch gerade gehört, und das wäre meine nächste Frage gewesen, Diana, wir haben 166 Leads, also Kontakte geschossen. Wie viele Probetrainings konntet ihr terminieren? Mal unabhängig davon, wie viele schlussendlich wirklich kamen, aber wie viele hatten den Probetrainingstermin zugesagt? Also wir haben 109 Probetrainings terminieren können. Von 109 von 166, das ist ein Spitzenwert. Der kommt nur zustande, weil eben schnell nachtelefoniert worden ist. Hartnäckigkeit habe ich bei dir auch gehört. Hartnäckig, das ganze Team war hartnäckig und involviert. Öfter angerufen, SMS geschrieben. Okay, von diesen 109, ich meine, das ist ein Zahlenspiel, das ist wie ein Trichter. Ne? Kamen dann schlussendlich wie viele tatsächlich zum Probetraining? Also 19 sind nicht erschienen, das heißt 90 waren ungefähr da, wow, zum super. Probetraining. Mhm. Davon wollten, ich glaube, 20 oder 22 Leute einfach wirklich nur die 10 Tage testen. Also die hatten dann auch nicht vor, sich anzumelden, aber das war ja ihr gutes Recht, das war ja auch ein Teil der Kampagne. Und viele sind wegen Krankheit nicht gekommen, wir haben eine Liste gemacht, da haben wir dann eingetragen, Sondervermerke, da stand dann drin zum Beispiel krank, Fuß gebrochen bis dann und dann und dann danach auf jeden Fall nochmal anrufen. Ich habe mir auch die immer nochmal angerufen werden mussten, rot markiert in dieser Liste, sodass es übersichtlich blieb und man nicht immerzu alle Namen nochmal durchgucken musste. Also das hat uns die Arbeit erleichtert. Ich habe dann in die Liste auch eingetragen, wie oft angerufen, ob man eine E-Mail geschickt hat. Wenn die Telefonnummer nicht gestimmt hat, habe ich dann auch eine E-Mail geschickt, ob der Termin wahrgenommen worden ist und eben halt diese Sondervermerke wie Arm gebrochen oder Urlaub und dann nochmal anrufen. Also ich glaube, das hat auch ganz viel ausgemacht, weil wir dann im Nachhinein, auch nach der Kampagne, noch viele Leute terminieren konnten. Super. Die eben halt krank waren oder zu der Zeit im Urlaub. Klar. Und dann finde ich, kam das auch darauf an, wie man das dann verpackt, im Nachhinein nochmal anzurufen. Also ich habe dann immer gesagt, ja, zu dem Zeitpunkt warst du ja krank, aber wir haben diesen VIP-Pass extra für dich reserviert und du hast jetzt wirklich nochmal die Chance zu kommen und das zu testen. So, das finde ich, ist auch immer wichtig, wie man das so in Worte einpackt, dass man den Leuten das auch schmackhaft kann. Wie man das verpackt, genau. Und kam dabei auch noch ein bisschen Feedback rum, beziehungsweise kamen dann noch das ein oder andere Probetraining zustande durch dieses Ja, auf jeden Fall. Na? Auf jeden Fall. Also wir haben insgesamt 42 Abos gemacht, also 42 Mitgliedschaften. Super. Und davon 30 All-In. So, 42 Mitgliedschaften in 4 Wochen, davon 30 All-In. Kann man sagen, sind das Jahresverträge oder 2 Jahresverträge so im Schnitt? Oder was kann man sagen, okay, in diesen 4 Wochen, diese 42 neuen Mitglieder, hast du einen Wert ungefähr,
was das wert ist? Oh, wenn man all in rechnet, sind 30 Euro bei uns im Monat. 30 Euro, sind das mal 24 Monate oder 12 Monate ungefähr? 12 Monate mal 4 sind 4.800. Nee, ich meine, haben die oftmals einen 12-Monats-Vertrag gemacht oder den 24-Monats-Vertrag? Nein, 24. Weil das, also das kommt dann auch wieder drauf an, wie man das den Leuten schmackhaft macht, weil bei 24 Monaten gibt es ja immer noch 5 Euro von CleverFit, so sagen wir das. Es gibt 5 Euro von CleverFit und die Mitgliedschaft kostet eben halt pro Monat 5 Euro weniger. Und das haben dann auch wirklich ganz viele gemacht. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, die Leute beim Probetraining wirklich ernst nehmen, auf ihre Bedürfnisse eingehen. Und wir machen das immer so, wir machen am Anfang eine Bedarfsanalyse. Das heißt, wir setzen uns 2 Minuten mit den Leuten zusammen, fragen, was sie für Erwartungen haben, was sie für Ziele haben. Und dann kann man eben halt beim Endgespräch das Ziel wieder aufgreifen und sagen, ja, hallo, du hast gesagt, du willst bis zum Sommer 5 Kilo abnehmen. Das kannst du schaffen, wenn du heute sofort startest. Also so mit solchen Methoden haben wir dann eben halt auch viele noch ins Boot gekriegt, die noch am Zweifeln waren. Perfekt, perfekt, perfekt. Also ich habe das jetzt mal gerade gerechnet, Diana, was du gesagt hast. Wir haben 24 Monatsverträge zu 30 Euro Monatsmitgliedsbeitrag pro Monat mit 42 neuen Mitgliedern in diesen 4 Wochen. Das ist ein Umsatz von über 30.000 Euro. In 4 Wochen mit einem, sag ich mal, Budget für uns als Agentur, wir waren unter 2.000 Euro. Aus 2.000 Euro 30.000 Euro gemacht. Und du hast jetzt gerade ganz am Schluss noch was ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass du sagst, okay, wenn der Lead, wenn die Person ins Studio kam, haben wir uns 2 Minuten Zeit genommen und haben die befragt und haben gefragt, was habt ihr denn für Fitnessziele und haben direkt sozusagen qualifiziert, okay, der will 5 Kilo abnehmen. Und das ist ganz wichtig im Verkauf generell, ob das jetzt eine Dienstleistung im Fitnessstudio ist oder sonst irgendwo, dass wir einfach aufzeigen, okay, was hat der für Probleme, was hat der für Ziele und können wir ihm mit unserer Dienstleistung, in dem Fall Fitnessstudio, dabei helfen? Und dann committet er sich nämlich auch am Anfang und sagt, ja, ich will nämlich auch 5 Kilo abnehmen. Super, super wichtig und super, super klasse Story. Deswegen wollte ich mit dir persönlich sprechen, Diana. Wir haben hier gesehen, hautnah und live gesehen, dass wenn man unsere Prozessschritte beherzigt, sprich unsere Tipps und Tricks, die haben wir euch am Anfang gegeben in der WhatsApp-Gruppe, die habt ihr super umgesetzt und wirklich nachhaltig und hartnäckig, hast du erzählt, im ganzen Team umgesetzt und dann sieht man auch, dass daraus Erfolg entsteht und Ergebnisse kommen. Super, Diana. Ja, was ich jetzt auch noch ganz wichtig finde, die sich jetzt angemeldet haben hier bei uns, die haben schon wieder Freunde mitgebracht, die haben Familie mitgebracht. Also es hat jetzt wirklich nochmal einen langen Schwanz hinterhergezogen, sodass wir von denen, die wir in dem Monat zu uns gekriegt haben, dadurch haben wir jetzt eben halt auch noch viele neue Mitglieder gewonnen. Perfekt. Also diese Kontakte, die wir euch zugespielt haben, die sind nicht tot, nachdem die Kampagne beendet ist, sondern ihr nutzt die nach wie vor und versucht, die immer wieder ins Studio zu bringen. Denn diese Kontakte, diese Menschen haben natürlich ihre Kontaktdaten dafür hergegeben, weil sie Interesse an eurem Studio haben. Und deswegen kann man diese Kontakte gerne immer und immer wieder mal einfach kontaktieren, ob über E-Mail, über Anruf, über SMS, denn die haben Interesse. Genau. Und schlussendlich... Also wir haben das auch so gemacht, wenn jetzt wirklich keiner zum Probetraining kam. Wir haben dann in den nächsten 10 Minuten dort angerufen, während die eigentlich den Termin gehabt haben sollten und haben nachgefragt, ob sie es vergessen haben, ob was dazwischen gekommen ist. Haben dann einen neuen Termin gemacht und die wirklich gar nicht gekommen sind, die wir auch nicht mehr erreicht haben, da haben wir einen separaten Hefter angelegt und die haben wir dann im Nachhinein auch hin und wieder nochmal angerufen. Sehr gut. Super. Ich meine, das ist wirklich vorbildlich, Diana, deswegen bin ich so stolz auch auf euch. Ich meine, ihr habt auch belohnt bekommen, ihr habt einen Haufen Arbeit reingesteckt, ihr wart super, super fleißig, aber es hat sich bei euch auch richtig gelohnt, wie wir gesehen haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, mit euch die nächste Kampagne zu fahren. Jederzeit wieder, rührt euch einfach. Ich sag lieben, lieben herzlichen Dank für deine Infos, deine Tipps, deine Tricks, wie es bei euch eben funktioniert hat und dass wir eben den anderen Studios auch helfen können, die jetzt das vielleicht ganz neu erst noch machen, dass wir euch jetzt einfach als
super Beispiel einfach nehmen können. Und ich würde einfach fragen, ob ich dieses Video auch eben veröffentlichen darf, dass ich das Fitnessstudios einfach zeige, dass ich sage, hey, schau her, bei der Diana in Cleverfit Mühlhausen hat es auch funktioniert. Ist das in Ordnung? Ja, ist in Ordnung. Habe ich kein Problem damit. Super. In diesem Sinne sage ich nochmal lieben Dank. Wünsche einen schönen, heißen, sonnigen Tag. Und ich will noch sagen, ich finde deine Frisur spitze, Diana. Finde ich geil. Ja, danke schön. Mach's gut. Tschüss. Danke, Diana. Bis dann. Ciao. Tschüss.